Hallo, meine okkulten Erinnerungszurückholer und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten Runde Graveyard Keeper. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon einiges gemacht. Ich habe ja gesagt, ich informiere mich, soweit es geht, ohne mich zu spoilern, was es mit diesem Dolch auf sich hat. Also, der nördliche Wald scheint der über dem Dorf ist. Da soll irgendwo ein Dolch vergraben sein, da sollen wir die Möglichkeit haben, den wiederzufinden. So, wir wollten uns noch ein bisschen machen, da kommen wir gerade nicht voran, da brauchen wir Leichen, das haben wir schon, wir wollen noch den einen von dem Müller haben, damit wir alles hintereinander wegmachen. Das Buch haben wir, müssen noch auf den Tag warten, wo wir das abgeben können. Danach können wir dann Fräulein Anmut berichten, dass wir ihn vielleicht gerettet haben. Da müssen wir, wie gesagt, noch im nördlichen Wald nach einem Dolch suchen. Blut ist so eine Sache, das brauchen wir gerade selber. Und der Wachturm. Okay, wir haben jetzt langsam Tag gehen. Daher würde ich mal versuchen, ob wir vielleicht jetzt den Wachturm benutzen, bauen können. So, guten Morgen, guten Morgen. Nee, oder? Nee. Okay, dauert noch ein bisschen. Ach, Mann, jetzt macht meiner. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen den Dolch suchen. Oder aber wir lassen das jetzt gerade mal. Wir machen mal heute einen gechillten Rücklauf ins Dorf, weil wir dann beim Müller vorbeigehen. Der Müller hat ja auch noch eine Sache, die wir gerne haben wollen. Die müssen wir dann ja wahrscheinlich wieder auch per Quest dann versuchen zu bekommen. Und das sollten wir dann auch mal angehen. Sag mal, was sieht meine Technologiepunkte aus? Okay, 55 Punkte. Es bringt jetzt gerade gar nichts. Ich muss beim nächsten Mal auf jeden Fall kaufen. Und dann würde ich den hier, damit der fertig ist. Weil dann haben wir nämlich nur noch die hier. Das wären dann nämlich noch mal 400. Okay. Wir müssen aber auf jeden Fall noch gucken, dass wir ein paar Sachen vielleicht nochmal herstellen, wo wir blaue Punkte bekommen. Wäre zumindest meine Maßnahmen. So. Bin ja gespannt, wie die ganze Geschichte noch weitergeht. Also wir sind bei, ich glaube, bei dem Seelendings sind wir durch. Das Seelenteil, das haben wir erledigt, die Seelen. Ich weiß gar nicht, ob das Stranger Sins ist, das Ding da mit den Seelen oder was auch immer. Aber zumindest das haben wir erledigt. Guck mal, hier ist noch was. Was geht denn hier? Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ja. Langweilig. Du, sag mal, ich rede so selten mit dir, ich weiß gar nicht, was... Mann, ey, ja, so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Du, sag mal, was auch immer du willst, merkst dir fürs nächste Mal. Heute habe ich es eilig. Okay, ich muss mir nur kurz die Dietriche borgen, die du da hast. Auf keinen Fall, das ist der einzige Hinweis. Stell dir nur vor, irgendein Schurke hat die Einladung gestohlen. Es war eine Einladung, an der offiziellen Comedy-Show in der Stadt teilzunehmen. Ich habe die 5 Qualifizierungsrunden überstanden. Ich habe 6 Bestechungsgelder gezahlt. Und wann hast du bemerkt, dass die Einladung gestohlen wurde? Nun, ich kam gerade von der Taverne nach Hause und habe diese Dietriche an meiner Tür entdeckt. Den Rest weißt du ja. Hör mal, besorg mir meine Einladung, die Dietriche gehören dir. Besuche doch erstmal die Gegend um mein Haus und die Mühle herum. Oh, Sherlock Werther geht los. Achso, wir haben Fähigkeiten wie Geralt, wir sehen es von Weitem. Ein Seil mit Schlinge. Da ist ein Zettel. Leb wohl, grausame Welt. Adam. Adam hat wohl keinen passenden Ast gefunden, armer Kerl. Kuchen? Jemand muss ja ein Picknick veranstaltet haben. Ist wohl schon länger her, da ist der schon Schimmel. Hat Schlange gemacht hier wieder? Ich wusste, dass heute ein guter Tag ist. Komm nicht näher, sonst greife ich an. Hey, warum versteckst du dich da? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Bist du der Freund des Müllers? Nicht wirklich, wir machen nur Geschäfte. Gut, der Müller ist mein Erzvater. Ich bin hier, um seine finsteren Pläne aufzudecken. Schau, ich habe bereits einen verdächtigen Angelhaken gefunden. Er hat wahrscheinlich alle Tassen im Schrank, aber dieser Haken deutet auf den Leuchtturmwärter hin. Okay. Gut. Warte mal, irgendwas anderes wollte ich auch nochmal machen. Eines ist das. Genau, das ist jetzt mit dem Leuchtturmwärter. Ein Wachturm bauen. Und genau. Im nördlichen Wald. Da soll es noch eine Dolche geben.
Falls ihr euch wundert, jetzt von den Folgen her, ist jetzt auch eine... Achso, das war der Imker, jetzt habe ich ihm eine ganz andere Stimme gegeben. Oh, tut mir leid. Na gut, ist ja kein Problem. Ist ja keine Probleme, halt so. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein x-beliebiger Typ gewesen. Ich sag mal, wenn der Ding hier drin ist, ich darf ja hier nicht mal was wegholzen. Wie soll ich denn das jemals finden? Ich glaube, dich habe ich auch schon angeguckt, ne? Genau. Das wird jetzt schwierig, hier einen Dolch zu finden. Was macht denn der Baron da? Merkwürdig. Er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Stumpf gesteckt. Wovon redest du da? Ich habe mich entschieden, einen Nachfolger zu erwähnen. Wählen, so wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Römer kann den Dolch aus dem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Gestern habe ich hier in diesem Stumpf einen Dolch gefunden und den Spruch gelesen. Jetzt ist er fort. War da gestern sonst noch jemand bei dir? Vier Römer und der Holzfäller und dieser Ingenieur Curry. Frag den Holzfäller und Curry nach dem Dolch. Holzfäller, wegen dem Dolch. Hey, wie geht's denn so? Ja, klasse. Ich bin hier viel glücklicher als unsere langweiligen Riesenluxushütte. 50 Klimmzüge und ein Borkensandwich und du bist der König der Welt. 50 Klimmzüge? Da hast du bestimmt auch ganz einfach den Dolch herausziehen können, richtig? Ha, ich habe eine ganze Stunde bei diesem Stumpf verschwendet und habe kein Glück. Wie schade. Okay, dann fragen wir mal da hinten. Den neuen Roma-Anführer. Willst mich doch jetzt ärgern, oder? Curry! Du Curry-Fee in deinem Kleid. Du, pass mal auf. Curry, hast du jemals darüber nachgedacht, ein Roma-Baron zu werden? Du hast doch bestimmt von diesem Dorf Deutsch erfahren. Hast du auch versucht, ihn herauszuziehen? Nein, ich war zu spät. Du etwa? Ich hab's die halbe Nacht lang versucht. Ich wollte ihn einem der Roma verkaufen, aber das hat nicht geklappt. Vielleicht weiß Stress etwas? Gott, Dimeter, wo schickt ihr mich denn hier schon wieder hin für den verdammten Dolch? Ich wollte doch nur den Dolch finden. Hallo, Rosa. Was war das für ein komischer Kerl? Danke. Ich hab dir nur, egal, deine Kuh geschrubbt. Atres! Du, sag mal. Hast du zufällig im Wald eine uralte Waffe gefunden? Tut mir leid, aber ich wasch gerade Pilze. Moment mal, womit hast du die Pilze denn geschnitten? Mit einem Messer, aber das habe ich heute Morgen verloren. Aber zum Glück habe ich einen alten Dolch in einem Baumstumpf gefunden. Ja, du kannst dieses alte Stück Metallschrott haben, wenn du willst. Wie komisch, ich habe mich gerade mit einem zukünftigen Roma-Baron unterhalten. So, dann haben wir das. Aber als allererstes, weil ich will jetzt erstmal, zack, Leuchtturm. Was macht denn der da jetzt? Wo ist mein Lieblingshaken? Wo bist du, mein Junge? Zum Glück habe ich noch viele andere Lieblingshaken. Das muss er sein. Du bist ein Dieb. Gib dem Müller die Einladung zurück. Niemals. Es ist ein Betrüger. Die Witze, die er erzählt, das sind meine. Die sollten mich einladen, nicht ihn. Bei ihm habe ich die Chance verpasst, ein berühmter Komiker zu werden. Weißt du was? Ich könnte eine Comedy-Show in meiner Taverne organisieren und du kannst dort auftreten. Aber wirklich? Du würdest das für mich tun? Oh, mein Retter, lass mich dir eine Kuss geben. Nein. Aber da muss auch ein Schlagzeug geben, sonst funktionieren meine Witze nicht. Aber, Junge, na... Das artet in Arbeit langsam hier aus. Weißt du, der will eigentlich nur zurück zu seiner Familie. Jetzt muss er dahin und dahin und dahin und dahin. So, pass mal auf. Ich brauche. Ach, du Heilige. Okay, das mit dem Müller dauert noch eine Weile. So.
Gottemeter. Eieiei, da los. Also ist die Taverne noch nicht ganz abgeschlossen. Ich muss jetzt also wieder alkoholische Getränke nachfüllen. Muss die Sterne bekommen. Damit ich die dann da die Feier machen kann. Sehr gut. Hey, Kretzwold. Ich hab doch jetzt den Dolch. Was soll ich denn damit jetzt? Wohl den Dietrich, das ist klar. Muss ich jetzt mit dem Roma-Baron quatschen? Nee. Hä? Okay. Legionärsdolch, seltener Dolch. Den kann ich nur zerstören. Weißt du was? Lassen wir erstmal und dann gucken wir mal. So, Moment kurz. Da muss ich ganz kurz eine Pause machen. Gleich wieder da. So, mein Sohn wollte mir noch was zeigen. Eigentlich sollte er schon im Bett sein, aber ja. Wollte mir noch mal was zeigen. Gut. Also ich habe da jetzt einen Dolch. Damit kann ich jetzt auch also gerade erstmal nichts anfangen. Aber wir können heute das Buch bei unserem lieben Wissenschaftler abgeben. So, warte mal auf. Kann ich jetzt vielleicht da oben endlich doch noch mal was machen? Jetzt schon Bock, das Ding. Ja! Jetzt können wir den Wachturm bauen, meine Freunde. Oh. Der Wachturm wird gebaut. La, 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 la. Was, wie das Lager sich entwickelt hat, war? Schon wirklich so wie so ein kleines Dorf. Nein! Ich... Oh Gott, Mann! Da bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Och, holla die Waldfee. Dein Wachturm ist so schön. Ist dir seine Schönheit aufgefallen? Er ist nicht übel, aber als schön würde ich ihn jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Er ist viel mehr als nur ein Turm. Er ist ein Symbol. Ein Symbol der Freiheit. Ein Symbol der Fairness. Ich glaube, deine Arbeit hier ist beendet, mein Freund. Der Oberbefehlshaber wird unsere Verteidigungsmaßnahmen nicht überwinden können. Du hast so viel mehr getan, als wir jemals von dir erwartet haben. Natürlich ist diese Auszeichnung... natürlich ist diese Auszeichnung, für die wir alle zusammengeschmissen haben, nicht wirklich angemessen für deine Bemühungen. Aber ich hoffe, unsere ewige Dankbarkeit ist dir auch etwas wert. Also Dankbarkeit und materielle Güter sind auf jeden Fall besser als nur Dankbarkeit. Ich habe außerdem meine Rede für diesen außerordentlichen Moment. Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Marquise, Marquise, das ist schrecklich. Was? Sag es mir. Rede. Eine große Gruppe von Soldaten aus der Stadt. Die ganze Armee hat gerade die Bergfeste betreten. Seinen Angriff können wir auf keinen Fall zurückschlagen. Meister Aderich hatte recht. Wir müssen fliehen, bevor es zu spät ist. Ich höre euch, aber bitte schweigt noch ein wenig. Ich möchte nicht, dass sich eine Panik ausbreitet. Was? Ich brauche ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Es muss doch eine Lösung geben. Das kann nicht das Ende sein. All dies kann doch nicht umsonst gewesen sein. Werther, hast du irgendwelche Ideen? Ich fürchte... Bitte, ihr beiden verlasst mich bitte. Ich muss nachdenken, ich muss nachdenken. Es muss eine Lösung geben. Ich glaube nicht, dass ich ihm gerade helfen kann. Es ist besser, wenn ich ihn in Ruhe lasse. Okay. Irgendwas müssen wir mit dieser Ollen noch machen. Ich glaube, die ist diese ganz böse eigentlich. Wir können jetzt auch hier nichts mehr weitermachen. So, was haben wir denn da jetzt alles bekommen? 50. Oh. Gehen wir überall nochmal 50 Points. Das ist schon mal Schnieke. Ein großer... Ach du holy Macaroli. Wenn ich da jetzt... Den kann ich da leider... Das wäre cool geworden. Pass mal auf, den lernen wir mal. Jetzt können wir den großen Universal... Warum habe ich denn eine Motte hier eigentlich? Nee, kannst du jetzt erstmal wegmachen. Komm. Das machen wir jetzt auch erstmal weg. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Juwelenbesetztes Schwert? Aber das... Nee, wir haben Juwelenbesetztes Damaschenschwert. Wir sind schon besser. Aber wo kann ich denn die Sachen verkaufen? Ich weiß doch gar nicht, wo ich das Ding verkaufen soll. Da packe ich einfach in meine Stube und dann bleibt es da. So, wir haben, ja, noch mal ein, da kannst du das mal reinpacken und das mal reinpacken. Dann wird der Platz ein bisschen leerer. Die beiden Sachen bringen wir woanders hin und, ah, holy Macaroli. Cremige Pilzsuppe. Hm? Ne, brauchen wir nicht. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann geht's wieder retour nach Haus.
Also Leute, ihr müsst euch irren, euer Oberbefehlshaber hat mich gehen lassen. Wäre schön, euch zu sehen. Kommt gerne wieder und so weiter. Aber ich bin gerade beschäftigt. Der Oberbefehlshaber hat uns nicht geschickt. Also halt die Klappe und folge uns. Ja, sie musste mich irgendwie komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Seid ihr sicher, dass ich keine Wahl habe? Du hast keine Wahl. Du kannst dich nicht weigern und wir töten dich sofort. Wir können deine Leiche auch begraben, aber das kostet extra. Das ist ein unglaublich verlockendes Angebot. Aber das Geld spare ich mir, lieber Onkel. Komm mit euch. Lady Beatrice, ich würde ja sagen, dass es eine nette Überraschung ist, aber hast du den Oberbefehlshaber nicht letzte Woche zu überreden versucht, mich zu verbrennen? Kehrt in die Bergfeste zurück, meine Freunde. Eure Arbeit ist hier getan. Was dich angeht, Bertha, beruhige dich. Warum sollten wir über vergangene Streitigkeiten reden? Ich möchte dir eine weitere Chance geben, dir meinen Respekt und meine Freundschaft zu verdienen. Und noch Intimeres? Nee, lass mal du. Kannst behalten. Ich hab dir bereits gesagt, dass mich das nicht interessiert. Es gibt da schon jemanden. Hä? Das habe ich schon öfter gehört, aber jedes Mal ändert das auf die gleiche Weise. Alle Männer sind gleich. Aber wie du willst, ich kann dich auch anders entlohnen. Ich werde deine kostbaren Flüchtlinge aus der Gefangenschaft befreien. Der Oberbefehlshaber dieser alten Nase ist mir komplett verfallen. Wenn ich ihn bitten würde, dann würde er sich bestimmt sogar gegen den König wenden. Und was soll ich tun, falls ich dem überhaupt zustimme, meine ich? Nichts Besonderes, ich brauche nur 5 Todesemulsionen. Okay, und warum kannst du die Emulsion nicht selbst herstellen? Es ist nicht einfach, schwarze Alchemie zu praktizieren und das geheim zu halten. Ein solches Risiko kann ich nicht eingehen. Mein Ruf als Inquisitorin muss unbefleckt bleiben. Außerdem benötigt man dafür dunkles Hirn. Zum Glück hat die Inquisition Gefangene. Die werden doch zusammen mit ihren Hirnen verbrannt. Außer wenn sie beim Fluchtversuch getötet werden, oder? Hey, diese armen Flüchtlinge, brauchst du sie wirklich für dunkles Hirn? Nein, ich habe etwas viel Interessantes geplant. Ihre Flucht erlaubt es mir, mich in der Bergfeste einzuquartieren und alles Nötige für die nächsten Schritte vorzubereiten. Hat dir dein Freund Alleric nicht erzählt, dass ich es war, der ihm erzählte, wie er die Gefangenen befreien konnte? Jetzt bin ich confused. Alles zu seiner Zeit, mein Liebster. Warum brauchst du eigentlich diese Emulsion? Die Emulsionen sollen die Leichen der Soldaten in der Bergfeste auf die Verwandlung vorbereiten. Welche Verwandlung? Es beginnt mit einer kleinen Injektion von Emulsion, die als Heilmittel für Durchfall getarnt ist. Ein paar Wochen lang gibt es unsichtbare Mutationen, dann ein paar Stunden höchste Pein und dann gar nichts mehr, ein stiller Tod. Und dann belebe ich sie als gefügsame und beinahe unbesiegbare und tote Diener wieder. Weitaus mächtiger als gewöhnliche Zombies und beinahe geruchsneutral. Ghule. Ghule gibt es nicht, das weiß doch jeder. Das stimmt. Allerdings hat deine alte Freundin Clodo einen Weg gefunden, um die Fantasie wahr werden zu lassen. Sie hat ein Ritual für die Erweckung von Ghulen erschaffen. Ich habe eine Schriftrolle, habe sie auch schon ein paar Mal benutzt. Und die Ergebnisse haben meine Erwartungen weit übertroffen. Okay, und wofür brauchst du die Ghule? Was erlernst du nun vor? Das klingt doch alles ein bisschen verrückt. Typisch, wenn die Leute etwas nicht verstehen, dann nennen sie es verrückt. Ich will doch die Weltherrschaft. Was ist noch zu früh, um alles zu erklären? Was? Warte noch ein Weilchen und deine Neugierde wird gestillt. Lass mich raten, du hast die Monster geschickt, um mich zu töten. Und warum sollte ich so etwas tun? Du warst es also. Dank deinem stinkenden Zauberspruch wusstest du die ganze Zeit über, wo ich war und was ich gemacht habe. Nicht schlecht, aber keine Sorge. Das Aroma, das du so sehr hast, wird schon bald verflogen sein. Und es war deine Schuld, dass die Magie, die Alleric bei Toto benutzt hat, nicht funktioniert hat. Ein paar Tropfen Jasminsaft und Alleric's letzte Chance, den uralten Fluch aufzuhalten, ist verpufft. Gut geraten. Aber danke für deine unermüdliche Anstrengung. Es war recht amüsant, dich umsonst schuften zu sehen. Was ist, wenn ich mich weige, diese Emulsionen herzustellen? Es wäre höchst unangenehm. Das würde keinen potenziellen Partner aus dir machen, sondern einen ungewollten Zeugen. Und dann wäre ich gezwungen, dich loszuwerden auf höchst unangenehme Art und Weise. Und dann würde ich das dunkle Hirn deiner Flüchtlingsfreunde benutzen, nachdem sie getötet wurden. Wie du siehst, bekomme ich so oder so, was ich will. Allerdings kannst du noch ein paar Leben retten. Es ist Zeit, dass du dich entscheidest, wer da meine Geduld schwindet und der Morgen naht. Du bist die Vampirin. Deine Pläne sind wohl. Bist du sicher, weil du zu stolz bist, werden weitaus mehr Leute leiden, dich eingeschlossen. Moment. Der Wahrheit. Vielleicht hat sie recht und setzt sich trotz allem durch. Aber vielleicht kann ich sie irgendwie daran hindern. Ich helfe dir. Wunderbar. Mir war heute ohnehin nicht nach Gewalt zumute. Denk dran, wir haben nicht viel Zeit. Der Oberbefehlshaber könnte jederzeit einen Angriff auf das Flüchtlingslager anordnen. Ich verstehe.
Ich hoffe, dass du auch dieses verstehst. Wenn irgendjemand von den Dingen, die ich dir erzählt habe, erfährt, dann wirst du dir wünschen, dass ich dich sofort getötet hätte. Wie soll ich dir die Emotion bringen? Sag das Codewort Vergeltung zur Wache der Bergfeste. Wenn ich meine 5 Emotionen bekomme, halte ich mich an unsere Abmachung. Ich werde den Oberbefehlshaber davon überzeugen, die Flüchtlinge in Ruhe zu lassen. Ich würde dich 1000-fach geküsst, mein Liebster. Du bist ein Schatz. Heila, die Walfee. Sie hat recht. Wir haben wirklich nicht viel Zeit. Ich sollte damit beginnen, diese Emotionen herzustellen. Welche andere Mal habe ich schon? Ihr Zauber ist noch immer aktiv. Sie wird jedes Wort mit anhören. Andererseits wird sie nicht misstrauisch werden, wenn ich meine Worte mit Bedacht wähle. Oder ich könnte ihr Geheimnis einfach preisgeben und dem Oberbefehlshaber alles verraten. Das könnte schwierig werden. Er mag sie und wird mir bestimmt nicht glauben. Aber Kukul hasst sie. Vielleicht kann er mir dabei helfen. Aber wenn ich mit Kukul rede, ist meine Absprache mit Beatrice geplatzt. Erzähl ihm von Lady Beatrice Plan. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh weia. Oh weia. Was machen wir denn jetzt? Ach du Heilige, wie soll ich denn das jetzt machen? Warte mal. Also die Story ist ja immer noch nicht zu Ende. Holla die Waldfee. Du, Allerich. Wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich meine Brüder. Oh, wie sehr ich sie vermisse, trotz allem. Du, pass mal auf. Ich muss sehr vorsichtig sein, sonst wird Beatrice misstrauisch. Wie geht es dir, Meister Allerich? Ehrlich gesagt, ging es schon mal besser. Was führt dich her? Ich brauche einen Ratschlag. Bitte stell dir vor, dass eine Gruppe von kleinen Schweinchen in einem Haus aus Ziegeln wohnt. Und eins dieser kleinen Schweinchen heißt Wärter. Und es hat erfahren, dass ein großer böser Wolf auf dem Weg her ist. Eine Flucht ist nicht möglich und der Wolf kann das Haus der kleinen Schweinchen wegpusten. Er kann ein Haus aus Ziegeln wegpusten? Ja, er ist ein Schwarzmager, der nur so tut, als sei er ein Wolf. Und das Schweinchen namens Wärter hat nur 2 mögliche Auswege. Und beide davon sind schlecht. Er kann seine Brüder aus dem Haus schubsen, in der Hoffnung, dass der Wolf ihn frisst und dann weggeht. Oder er kann gar nichts machen, warten, bis der Wolf das Haus wegpustet hat und alle Schweinchen frisst. Ja, ich verstehe. Ich würde empfehlen, dass das kleine Schweinchen namens Wärter nicht nach den Regeln des Wolfs spielt. Vielleicht hat auch der Wolf ein Haus, das man wegpusten kann. Ich verstehe, Meister Allerich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr, sehr unentschlossen, meine Freunde. Denn ich habe keine Ahnung, wie das Ganze geht. Und wir spielen die Story einmal. Also ich mache jetzt kein Save. Es ist für mich immer ein Rollenspiel. Und ich nehme die Entscheidung, wie sie kommen. Habe ich mich falsch entschieden, ja, dann ist Shit Happens und ich habe alle geopfert und alle sind tot. Aber ich mag so die Spiele mal lieber spielen. Dieses Upsafen und sowas, ja, ein bisschen Realismus in Anführungszeichen. Habe ich dann doch schon gerne dabei. Ja, hier kannst du haben. So. Holy Macaroli. Kann ich vielleicht auch die Emulsionen? Oh, ich habe noch eine Leiche im Keller. Ich glaube, die ist ein wenig... Uiuiuiui. Du bist ein kleiner Stinky, was? Ein kleiner Stinky. Tut mir ja ganz doll leid. Ein Schädel ist schon weg, aber ist egal. Ich brauche nur das. Und dein stinkendes, ranziges Blut... Oh, das wäre eine Achter. Naja gut, jetzt leider nicht mehr. So, mein Freund, leider muss ich dich damit hineinpacken und tschüss. Jetzt ist die Frage. Kann ich die Emulsionen auch verändern? Also wir wissen jetzt schon mal, wer zur Hölle die Vampirkönigin ist. Das wissen wir schon. Okay.
Okay, da habe ich es nicht drin. Guck mal, großer Universalbeutel. Da brauche ich nur Gerbstoff, 4x Stahlteile und 8 Haut. Was für Sachen ich manchmal trage. Alte Verfall auf, dunkle Injektion. Okay, da ist es nicht. Ist es hier mit drin? Dunkles Elixier. Zombiesaft. Energieelixier. Nee, du bist es nicht. Säure, Raumspray. Und wo soll ich jetzt das Ding machen, die Emulsion? Hä? Toll. Mein gemeinem Haustisch? Mache ich denn die Emulsion jetzt? Oder wieder hier an dem schönen Gerät hier? Oh, guck mal, mein Schnäpsel ist fertig. Ich danke dir. 10 Schnäpslich. Oh, hier irgendwas? Da ist nur diese Infusion. Hier kannst du mal mitnehmen. Nimm mal mit. Ja, komm, kannst du auch mitnehmen. Die 5 packe ich rein. Der andere Wein gibt mir. Ach, hole ich. Kann ja auch eigentlich schon wieder Bier brauen. Ach stimmt, wir wollten gucken, aber wir sind eher für Goldbier. Unser Goldbrew wird gebraut. Wo baue ich denn jetzt diese... Nein. Das verstehe ich nicht. Warum wird das nicht abgebrochen? Ihr Bärensaft. Ich wollte hier gucken. Ich finde das Ding aber auch nicht. Ich bin sehr unschlüssig. Jetzt habe ich das ganze Zeug nochmal dabei. Aber. Hey, mein Freund. Du, pass mal auf. Erstmal will ich mit dir handeln. Gib mir mal das Buch und gib mir mal das große Buch. Warte mal, seit wann haben die denn die Dinger da? Das hatten sie doch die letzten Male gar nicht, oder? Oder habe ich nicht drauf geachtet? Hier ist dein Buch. Hier ist mein Werk. Oh, schöner Einband. In Ordnung. Komm nächste Woche vorbei und ich erzähle dir, wie es gelaufen ist. Ja, nie oder was? Noch mal eine Woche warten. Na, ihr seid ja nett. So, pass mal auf. Ich habe jetzt 180 Punkte. Ich mache erst den fertig. So, das nächste Mal, die nächsten 20 kommen dann hier und dann brauche ich noch die 300 und dann habe ich, boom, alles fertig. Tidadang. Ich bin mir jetzt unschlüssig, wie ich das Ganze lösen soll. Ich überlege mir mal, wie ich das mache, ob ich denen dann erzähle oder ob ich zur dieser Emulsion, aber ich weiß gar nicht, wie ich die machen soll. Da wurde mir jetzt auch leider kein Tipp gegeben, wie ich das machen soll. Ab nach Hause. Hier runter, genau. So, ich glaube, Schädel brauche ich ja gar nicht mehr, war nicht. Doch, Schädel brauche ich noch 5. Und davon brauche ich noch 6. Wie stelle ich jetzt die Emulsion her? Da kriege ich das nicht. Hier kriege ich das nicht. Geht es über das Destillat vielleicht? Warte mal. Habe ich denn schon? Was ist das da? Das ist nicht das Destillat, oder? Doch, das ist die Alkoholdestille. Okay. Warte mal, irgendwo gibt es noch ein Destillat. Im Alchemiebereich, ne? Den Handmischer habe ich. Den habe ich. Destillationswürfel, glaube ich, habe ich noch nicht, oder? Destillationswürfel. Warte mal, wir brauchen 4 Stahl, 4 Komplexe, 30 Stein. 4 Stahl, 4 Komplexe. 4 Stahl, 4 Komplexe. Naja. Was habe ich hier? Okay, genau. Von dem brauche ich 4. Hier habe ich Stein. War kein Stahl. Nein.
mehr. Ich habe nur 2 Stahl. Ah ne, ein Stück Marmor ist das. Was? Kein Stein. Ich brauche nochmal Keramikschüsseln, verdammt. Ich brauche nochmal Lehm. Toll. Ja, warte mal, nach unten gehen. Ich habe aber immer noch... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh, guck mal, ich danke dir. Ja, sehr gut. Pass mal auf dich. Packe ich erstmal auf den Tisch rauf. Ich hoffe, ich vergesse dich nächste Runde nicht. Was? Du bist es, ja? Ist da keine andere Leiche davor? Okay, gut. Wenn das so ist, hoffe ich mal. Weißt du, was ich auch machen kann? Ich kann den ja mal rausnehmen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. So, hier ist jetzt nichts weiter. Oder? Nee, okay, gut. Da. Gut, dann rein da. Puh. So, einmal Lehm brauchen wir. Wir brauchen Lehm. Ja gut, dann kannst du auch zweimal jetzt kurz Lehm machen, damit wir das einmal fertig haben. Wir können morgen die Messer nochmal abhalten, wenn wir wollen. Das ist so... Ja, mach mal nebenbei noch. Nice to have, damit wir wirklich auch nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen Geld einzubringen. So, wir sind jetzt etwas faul. Laufen jetzt auch kurz diese Strecke. Machen jetzt hier kurz nochmal Keramikschüsseln. Ist das, dass man mit Keramikschüsseln angefangen hat? Ich mache mir einmal Stahlteile. Stahlteile. Pack mal die Schüssel rein, das rein. Das behalte ich. Und dann bauen wir mal ein wenig Steine ab. 1, 2, 3, 4. Guck mal, haben wir 32 Stein. Das müsste ja reichen dann. Und dann haben wir das. In der nächsten Folge gucke ich mal dann... wo ich diese Emulsionen, also, ja, wobei, wir können es ja dann, ich schau mal, vielleicht informiere ich mich auch mal da vorher, weil wir ja sonst immer wirklich uns von Quest zu Quest so ein bisschen herhadern, müssen wir mal sehen. Ich bin da noch unschlüssig, vielleicht gucke ich schon mal, vielleicht auch noch nicht, mal sehen, kommt Zeit, kommt Rat, ihr wisst das ja, ne, so ist es ja immer. Okay, aber dann haben wir ja wirklich alles andere soweit geschafft. Leider dauern die Stahlteile ein bisschen länger als geplant, dadurch müsste ich das am nächsten Tag machen. Weil wir auch schon wieder bei 32 Minuten sind. Okay, dann war es das für heute. Wir haben wieder eine Menge Story erlebt. Finde auch sehr interessante Story, freue mich darauf schon, wie es dann weitergeht. Aber das sehen wir dann nochmal die Tage. Bald haben wir dann auch nochmal unserer lieben dem Wagner geholfen. Das dauert also im Endeffekt noch 2 Wochen, bis wir Frau Anmut Bescheid geben können, ob ja, ob nein. Hier überlege ich mir, ob ich ihm anquatsche oder wie wir das sonst machen. Den Dietrich müssen wir noch machen. Da müssen wir jetzt dann ein bisschen auch mal wieder ernten. Schlange, da warten wir jetzt auf die Leichen noch. Also alles im Allen ist es jetzt wirklich viel mit Abwarten. Oder wir könnten auch mal uns wieder ein bisschen Gary widmen, wo wir dann die Medaille Deutsch und so weiter dann halt hinbringen. Mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Komme ich immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.